vollbepackter Trainingstag für unsere Adlerträger heute im Deutsche Bank Park. Vormittags wurde auf dem Rasen trainiert, der Nachmittag dann im Gym. Die erfreuliche Nachricht vorneweg, Robin Koch ist zurück. Nach überstandener Adduktorenverletzung hat er heute voll und auch komplett mittrainiert. Weniger erfreulich, Sebastian Rode musste heute wieder mal ein Individualprogramm absolvieren. Kommen wir nun zum Training. Das war von Spielformen heute geprägt. Natürlich erstmal Warm-up, im Anschluss daran große Spielform mit einer Umschaltbewegung 3 auf 2 mit Torhütern. Danach Spiel auf 2 Tore, 8 gegen 8 mit 8 Außenspielern. Da ging es richtig rasant zu. Schöne Spielzüge und auch schöne Tore. Am Ende des Trainings wurde dann nochmal individuell trainiert. Was bedeutet das? Also positionsspezifisch. Das heißt also, die Abwehrspieler gehen raus. Mit Co-Trainer Stefan Buck beim Aufbauspiel sozusagen noch dran gearbeitet. Auf der anderen Seite hier des Deutsche Bankparks Torschüsse mit den Torhütern und mit den Stürmern. Das war dann das Training. Nach 100 Minuten hat Dino Töpmöller die Einheit circa beendet. Und wir haben jetzt nochmal für euch die schönsten Spielzüge und die schönsten Tore der Vormittagseinheit. Das war's von hier aus dem Deutsche Bank Park. Wir sehen uns am Samstag bei der Saisoneröffnung gegen Nottingham Forest.